Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Unravel. Ja, meine Lieben, auf einmal geht es. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, weil auf einmal liegt das hier wirklich unten drin. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Echt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich zeige euch mal kurz, was ich da hinten gemacht habe. Ich habe nämlich da hinten, falls ihr das jetzt sehen könnt, die Dose, als ich mit der geschwungen bin, habe ich die da hinten direkt befestigt. Dann habe ich hier an dem Stein was befestigt. Dann hatte ich vorher hier dieses Garn, was jetzt hier auf dem Boden liegt, hatte ich da an der Dose befestigt. Dann habe ich das an dieser Dose befestigt. Und warum auch immer, auf einmal ist das hier wirklich unten drin, sodass es nicht mehr wackelt. Also fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Vielleicht hat das einfach nur nicht immer auf Anhieb funktioniert. Vielleicht braucht man da auch einfach ein bisschen Glück, aber wie man dann da oben dran kommt, so, obwohl. Ah, nee. So geht das nicht. Wahrscheinlich hätte ich das vorher noch machen müssen. Nee, der zeigt mir das nicht an. Nö, das geht nicht. Okay, gehen wir weiter. Einfach weitergehen. Ich bin gerade so froh, dass ich das hier geschafft habe. Da werde ich jetzt nicht meckern. Wow. Wow. Ich kann voll weit schwingen. Oh Mann. Vielleicht käme ich ja auch mit der Dose da hoch. Das kann sein. Das versuchen wir mal. Nee, so weit kann ich dann doch nicht schwingen. Also irgendwie... Ich weiß es nicht. Manchmal kriege ich hier voll viel Speed drauf und dann manchmal gar nicht. Aber wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Yay! Da müssen wir hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, eine Werkstatt. Oder? Ist das eine Werkstatt? Und da oben müssen wir anscheinend hin. Alles klar, das schaffen wir. Können wir das schieben? Nö. Geh mal lieber nicht nach unten, oder? Huch. Oh. Ich glaube, der hat's da am Herzen, oder? Kann das sein? Hier liegen ja auch Tabletten rum. Ich glaube, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Beim Auto reparieren anscheinend. Hm. Ja, das ist natürlich doof. Ich habe gerade das Ding hier runtergeschmissen. Aber das kann ich doch nicht gebrauchen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Dass ich dadurch dann da oben hinkomme. Ah. Oh. Okay. Das muss darüber. Na, Moment. Noch ein Stückchen höher. Ah, warte. So. Jetzt noch ein Stückchen. Ja, ich glaube, so ist gut, ne? Sehr gut. Okay, yeah. Huch. Bin ich da reingefallen? Moment. So war das nicht geplant. Hui. Oh, aber Momentchen mal. Wenn das Ding da ist, komme ich da schlecht rüber wahrscheinlich. Nochmal rüber ins Loch. So, sehr gut. Ja, Moment. Komm mal wieder hier rüber. Sehr gut. So, okay.
Sicherheitshalber machen wir das lieber mal aus. Man weiß ja nie. Nachher ist das... jetzt habe ich schon wieder nach unten gedrückt und gleichzeitig A gedrückt. Und deswegen hüpfe ich dann immer runter. So. Klappt das jetzt? Yay! Wir sind so clever. Manchmal. Manchmal sind wir richtig clever. Ah ja, Moment, Moment, Moment. Gehen wir da hoch. Geronimo! Wow! Das war gut. Oh, Moment. Mach das mal da fest. Halt. Du bleibst schön hier. So. Yay! Wir können rausmarschieren. Dachte ich. Zu früh gefreut. Können wir nicht. Aber irgendwie muss ich doch jetzt noch rauskommen. Okay, wartet. Ha, nee. Okay, wartet. So einfach ist es dann doch nicht. Dann Moment. Müssen wir das anders machen? Dann mache ich mal nochmal eben hier den los. Ja, ich weiß. Ja. Warte. Ich kann da auch gar nicht draufstehen, ne? Ja, so wahrscheinlich müsste ich dann hier mit Hilfe von diesem Haken, von diesen Dingen halt hier, rüberspringen oder so. Ja, lass mal los. Hui. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach ganz oben. So. Okay. Nee, komm mal hoch. Ach, das geht ja dann immer nicht mehr. Das ist doch total plemplem. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das da kann ja nicht raus, ne? Nee. Okay, komm mal her. So, okay, jetzt ist das schon mal oben. Jetzt hochklettern. Und hochklettern. Rüber. So, jetzt muss ich hier aber nochmal einen Knoten machen. Und Geronimo! Hui! Sehr schön! Oh, was ist das? Ein Rettungswagen, würde ich schätzen, oder? Es könnte ein Rettungswagen gewesen sein. Also hat er wahrscheinlich wirklich, der Mann, einen Herzinfarkt bekommen. In dieser Garage. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder für eine Teufelsmaschine? Na danke. Ich stand noch nicht ganz auf dem Band, da war ich schon tot. Vorsicht, da kommt noch eins. So. Okay, wir sollten echt aufpassen. Oh oh. Was kommt jetzt? Wo kann ich raus? Sieht mir nicht richtig aus hier.
wartet mal. Vielleicht brauchen wir einfach noch mehr, sodass wir einen riesigen Stapel machen können oder so. Das sieht doch schon mal gut aus. Na, noch einen, komm. Komm. Ja, das könnte gut sein. Na, andererseits. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Okay, ich bin mir gar nicht sicher, was ich hier tue. Ja! Ich bin gerettet! Schnell weg! Schnell weg hier! Nur nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Uiuiui! Bloß nicht runterfallen! Hä? Was macht das Ding? Okay. Keine Ahnung. Ah, wartet mal. Ja, komm schon, komm schon. Nein, komm schon. Komm. Komm hoch mit dir. Wir schaffen es. Ja, geschafft. Okay. Das haben wir geschafft. Wir haben uns mal eben so ein Ding hier geklaut. Und ich denke, das muss ich jetzt erstmal so davor stopfen. Warum auch immer. Bleib schön davor, bitte. Ach, jetzt habe ich es doch weggeschoben. Hey. Oh Gott. Oh, warte mal, vielleicht. Jetzt ist das da angehalten. Vielleicht müssen wir einfach hier oben hin. Ja. Einfach hier oben hin. Leichter als gesagt, als getan. Ne? Oh, da kommt bestimmt was raus. Nee, doch nicht. Okay, wartet mal. Oh, shit. Shit, es ist wieder angegangen. Ach toll, jetzt habe ich es gerade hingekriegt. Nein, 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 nein. Nein, du fällst jetzt nicht darunter. Nein. Geht mal alle weg da. Ich schaff das. Ich muss das schaffen. Ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. So, wer hat denn hier einfach die Maschine wieder angestellt? Okay, okay, okay. Okay. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, hier muss ich eine Brücke bauen. Dann machen wir das mal lieber. Eieieiei. Hui! Oh oh. Oh oh. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut hier. Oh nein! Oh nein! Nein! Wie fies ist das denn? Ich bin in der Autopresse. Lass mich schnell wieder raus. Ich gehe kaputt. Oh nein. Oh Gott. Oh, das geht viel zu schnell, wenn ich da wirklich hochkommen soll. Ich meine, hier kann ich ja... Doch, hier kann ich ja doch weiter... Hey, cool.
geschafft. Oh. Hier ist anscheinend gar kein Zeichen. Oder es wurde kaputt gemacht oder so. Oh, es ist ein Herz. Wir haben nur noch ein halbes Herz. Nur noch ein halbes Herz. Aber auch dieses Level haben wir geschafft. Und das mit der Autopresse war ja mal echt genial, ey. Rost. Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Yeah, Autos. Ja, da sieht man die Garage, den Schrottplatz, den Hund. Da ist der Hund wieder und noch mehr Schrott von Autos. Ja, vermutlich war der Mann der Frau ein Mechaniker fürs Auto. Und dann ist er krank geworden und kam ins Krankenhaus und ist sehr wahrscheinlich da verstorben, oder? Es könnte ja sein. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt ins letzte, so wie das aussah, Level begeben. Da bin ich sehr gespannt, was wir dann da noch so erfahren werden. Sehr gut geschlagen habe ich mich, was die Geheimnisse angehen, nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich halt eher aufs Wesentliche konzentriert, als auf diese Geheimnisse, die man einsammeln kann. Und ja, ich denke, das ist nicht schlimm, oder? So, das letzte Blatt. Oh, das sieht aus wie ein Friedhof, oder? Vielleicht meine ich das auch nur. Ich denke viel zu viel an den Tod. Ui, ein Schneesturm. Oh, jetzt wird dem kleinen Jani aber kalt, wa? Hui, ich kann ja schon anfangen. Wow. Muss ich die mitnehmen oder warum habe ich die jetzt hier kaputt gemacht? Nö, mitnehmen kann ich die anscheinend nicht. Aber wahrscheinlich sollte ich sie mitnehmen. Wow. Okay, wir nehmen die Lampe mit. Ich kann sie doch mitnehmen. Ich kann meinen Garn da drum rumwickeln, um die Lampe mitzunehmen. Weil sonst ist es wahrscheinlich hier ein bisschen zu dunkel, wa? Oh Gott. Ja, nie halte ich fest. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was das für eine Erinnerung war. Oh mein Gott, so viel Schnee. Ich lasse den Knopf nicht los, sonst fliegt Jani womöglich weg. Sag ich ja. Oh, der Wind ist ganz schön stark, ey. Ui. So, erstmal neues Garn. So, und nu? Hey, das ist krass. Ah, sehr gut. Nein, 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 lass die Lampe los. So, hier müssen wir weiter. Wir bringen Licht ins Dunkeln. Und Wind. Ich möchte nicht wissen, wie weit mich der Wind immer zurückschleudern würde, wenn ich, wenn ich immer loslassen würde. Ja. Ich habe mir gerade was gemacht, das wollte ich gar nicht. So, jetzt habe ich die Lampe wieder. Oh, komm, komm Lampe, komm. Oh nein. Das ist so windig, ey, das ist so krass.
So, warte mal. Ich gehe mal eben hier oben und gucken. Schnell die Lampe mitnehmen. Immer schön die Lampe mitnehmen. Und immer schön festhalten, Mensch. Weil es so windig ist. Es ist so krass windig. So, meine Lieben, an dieser Stelle werde ich aber nun erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder, vielleicht sogar im letzten Part, wer weiß es. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!